Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hotel Renovate. Heute ist Etage 1 dran und damit fangen wir selbstverständlich mit dem Flur an. So, ich wäre dann fertig mit dem Flur. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe dieselbe Decke genommen wie hier im Lobby, damit das hier einen schönen Übergang hat. Und hier auch nochmal denselben Stein, damit das einen schönen Übergang hat. So, hier ist Teppich und hier sind Kacheln, so wie unten ungefähr, nur halt ein bisschen anders. So, die Wände sehen so aus, alles ein bisschen güldener und holziger. Gut, richten wir ein. Genau, erstmal Lampen. So, Licht ist vorhanden. Und die passt farblich auch sehr gut rein. Die haben wir unten auch so, ne? Ne, okay, unten haben wir hässliches Muster.
weiß noch nicht ganz genau, wie ich das machen möchte. Aber wir kriegen das schon hin. Ich möchte auf jeden Fall hier etwas, hier sowas hinstellen. So. Machen jetzt erstmal die Seite hier fertig. Und dann gucken wir mal, wie das am Ende aussieht. Ja, der ist ein bisschen zu massiv. Ja. Hallo. So, finde ich. Der geht noch. Somit füllt sich das hier noch ein bisschen. Dann machen wir einfach hier das Unnötigste überhaupt, also. Die Richtung. Hoppala. So. Gut, dann ist das im Groben eingerichtet. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Schnickschnack verteilen. Wann ist die drin? Also die hatten heute ein riesiges Update und apropos Update, die haben genau ab heute ein Update, kein Update, Moment, ein neues DLC reingebracht und zwar das Indoor Garten DLC. Das ist natürlich in diesem Let's Play jetzt nicht mit inbegriffen. Aber ich denke, das ist auch nicht notwendig. Nie ein paar neue Sachen reingebracht, ich bin mir nicht sicher. Oder ich habe die immer übersehen, das kann natürlich auch sein.
Habe ich mich über die Frau gerade erschrocken. Gut, Pflanzen sind platziert. Jetzt müssen wir. Oh Gott, ich bin schon wieder dran vorbei. So, Lampen platzieren. So, dann haben wir das Licht, da haben wir Spiegel. Medien brauchen wir keine Aufkleber, auch nicht. Besonderheiten haben wir, glaube ich, auch nicht. Nö. Dann möchte ich gerne noch Vorhänge und nehmen wir auch rote. Einmal dahin. Einmal hierhin. Und ich möchte gerne Fußmatten vor die Zimmer machen. Thank you.
Sind alle so hässlich. Regenerote. Sehr schön. Kleinere haben wir leider nicht, aber dann müssen wir damit leben. Dann haben wir noch einen kleinen Farbtouch hier drinnen. Und dann würde ich den Flur als für beendet erklären. So sieht das Ganze jetzt aus. Geht man hier hin, dann hat man hier die Zimmer, da und hier. Hier kommt man dann aus dem Aufzug, dann hat man hier Sitzmöglichkeiten, die krumm und schief sind und hier geht man dann den schönen Flur entlang. Gut, der Flur wäre beendet, dann haben wir noch Zimmer 108, was wir machen müssen und 105. Dann würde ich nämlich mit 105 anfangen und dann abreißen und neu machen. Okay, ich wäre dann fertig. Ich habe mich für eine eine Grün-Kombination entschieden. Ich habe es jetzt mit Rot gekreuzt, so dass es nicht zu krass grün wird. Diese Seite hier, die backt ein bisschen rum. Die ist angestrichen, aber ja, zeigt er nicht an. Genauso wie dieser Streifen hier. Gut, so sieht das Ganze aus. Das ist die Kombination. Hier ist Teppich, hier sind Kacheln. Und dann kommen wir ins Badezimmer. Das habe ich mit Braun gemacht. Braun und der grünen Farbe. Und so sieht das dann aus. Ja. Dann können wir uns nämlich an die Möbel machen. Ich würde hier gerne mal ein Einzelzimmer rausmachen. Und dann nehmen wir einfach, was uns gefällt. Wir haben keine Vorgaben mehr. Wir können machen, was wir wollen. Obwohl, wir müssen noch ein 5-Sterne-Zimmer machen. Dann gucken wir mal, 2, 4, 5, was wir da, wie wir das machen. Gut. Fünf-Sterne-Vorgaben sind immer ein bisschen schwierig. Moment, das packen wir hier hin. So.
Oh, das passt leider von der Breite nicht hin. Das wäre richtig gut gewesen. Wenn wir hier noch hätten so ein großes Regal hinstellen können. Funktioniert aber nicht. So, Tisch brauchen wir. Das sieht so lila aus. Gibt einen passenden Sessel dazu, ne? Der ist so leicht angefächert. Genau der hier. Machen wir nämlich direkt dazu. Und den Schrank machen wir hier rein. Und dann noch zwei Regale. Gut, Badezimmer. Wollte gerade sagen, keine normalen 5-Sterne-Waschbecken? Das war für mich gerade unwahrscheinlich. So.
So. Teppich. Und Deko. Wo sind die Dreierkerzen da? Auf einmal so dunkel. Ein paar Kerzen rein. Ja, passt schon. So, dann sind wir im Bad fertig. Dann können wir hier weitermachen.
Gut, da hätten wir das gleich fertig. Ja, fertig. So, hier kommt man rein. Dann sieht das so aus. Ein schönes kleines Apartment. Dann geht man ins Bad. Dann so aus. Ja, perfekt. Oh nein. So. Und vermieten. Ist doch sehr schön geworden. $5.500 pro Tag und wir haben die Aufgabe erledigt, dass wir 5 Sterne benötigen für irgendeinen beliebigen Raum. Perfekt. Und hier fehlt eine Fußmatte. Perfekt. Sieht echt nice aus. Oh, ich habe was vergessen. Den Staubsauger. Gut, dann würde ich sagen, ab in Zimmer 108. Dann sind wir. Ne oh, so, jetzt sitze ich gerade. Dann sind wir nämlich durch. So, dann machen wir hier zu. Und ich mache neu und so, ja. So, es ist pastellig geworden. Ich habe diese Farbe mehr ausgewählt. Die Decke passt nicht 100% dazu, aber wir lassen sie trotzdem. So sieht das Ganze jetzt aus. Also das ist das Badezimmer. Dann gehen wir in den Flur. Der sieht so aus. So, und dann das Ess- und Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Farblich wie immer alles abgestimmt. Dann beginnen wir mit der Möblierung. Ich würde hier einfach mal das Bett so casual-mäßig einfach mal hinstellen. Ich stelle normalerweise das Schlafzimmer immer hier wieder her, aber warum einfach nicht hier? So. Ich weiß nicht, also, ja.
Ich verfolge einen Plan. Also, nicht wundern. Ich, hab da was schon im Kopf, was ich, umsetzen möchte. Dazu müssen wir erstmal gucken, ob ich das doch so hinkriege, wie ich es mir vorstelle. Wir brauchen noch einen Esstisch. Ja, den würde ich gerne hier hinstellen. Gut. Ich brauche einen Schreibtisch. Diese Ecke hier. Ja, passt. Dann hauen wir den hier einfach so rein. Obwohl wir noch ein Stück zurück könnten. So. Dann haut das nämlich auch ungefähr hin. Dann hier ein größerer Teppich rein. Gut, Bad. Bevor wir jetzt gleich weitermachen hier, machen wir das Badezimmer.
So, jetzt kommen wieder die komischen Waschbecken. Deko haben wir. Wir brauchen hier noch eine Matte. Nehmen wir denn da? Nehmen wir hier die. Aber in einer Farbe. Die sieht ganz gut aus. Vorhänge haben wir. Dekoration. Wir haben den Flur noch gar nicht eingerichtet. Gott, ey, was ist denn heute los hier? Du kommst dahin. Eine Vasensammlung. Genau, dich wollte ich dahin haben. Quatsch, verdrückt. So, Schritt für Schritt nimmt das hier Gestalt an.
Wie die einfach schattenmäßig durch die Wand gucken. Auch witzig. Gut, wir brauchen noch Möbel und zwar hier. Wir brauchen noch Spiegel. Wir brauchen noch jede Menge. Ich wollte hier einen Standspiegel hinstellen. So. Und wir brauchen hier noch, keine Ahnung, einen Schrank, ein Sideboard, irgendetwas, was diese Ecke hier voll macht. Das wäre schon so getan. Und wir brauchen hier noch eine Kleinigkeit. Genau, sowas. Gut, das müssten wir jetzt noch mit Deko befüllen. Was befüllen? What the fuck? Ja, ihr wisst schon, dekorieren. Hier ist es so verdammt leer. Nichts, was ein bisschen Holz nicht retten könnte. Gut, aber im Großen und Ganzen bin ich relativ zufrieden sogar. Ich wollte einfach mal hier die Räume tauschen, weil, wie gesagt, hier wird immer das Schlafzimmer demonstriert. Hier der Rest und ich wollte es einfach mal tauschen. Ja, sieht doch gut gelungen aus. Hier könnten wir vielleicht noch ein Bild hinhängen. Hier unser Standard-Badezimmerbild. So, ein bisschen Beleuchtung noch rein. Ja, sieht doch gut aus. Dann können wir auch das jetzt vermieten. Na, seht ihr, hier ist das Wohnzimmer und der Esstisch. Und das wollte ich eben nicht. Deshalb habe ich das jetzt anders gemacht. Und das Resultat sieht super aus. Meiner Meinung nach. Okay, die tanzt da und ich gehe den Staubsauger anbringen. Und dann haben wir's. Super. Gut, die Etage müsste soweit jetzt fertig sein. Achso, ja, die Matte fehlt noch. Genau, wenn ich das hier in die Luft sprenge, die Zimmer, dann geht die Matte mit weg. Gut, ja.
So, dann gehe ich nochmal durch alle Zimmer mal kurz durch, ob wir noch eine Kleinigkeit ändern können. Wow, eine richtige Geldscheinparty hier gemacht. Es gibt hier und da wahrscheinlich immer noch so ein paar Kleinigkeiten, die man ändern könnte, aber hier bin ich ganz zufrieden, besonders mit dem Badezimmer. Das gefällt mir ganz gut. Hier ist auch alles tutti. Das gefällt mir auch ganz gut. Mal das ganze Trinkgeld hier mitnehmen. Also die Badezimmer, die gelingen mir am besten, finde ich. Die sehen schon am schönsten aus. Hier, das ist unser erstes. Ist auch richtig cool geworden. Geht das für das junge Ehepaar für die Hochzeit? Hat auch auf jeden Fall was. Aha, da haben wir noch Geld übersehen. Haben wir das woanders auch noch? Nee. Ah, doch hier. Oh. Okay. Da waren wir. Jetzt mit meinem Geldstaubsauger hier durch. Gucken, dass wir auch gar nichts verpassen. Einmal lag das unter der Dusche. In meinem privaten Spielstand. Ja, passt schon. So. Ja, das war die erste Etage. Nee, wir waren noch gar nicht auf der anderen Seite, ich Idiot. Gut, 106. Ja, siehst du, unterm Bett. Das ist auch echt cool geworden. Ich meine, es geht, ne? Also die Tapete gefällt mir nicht so hundertprozentig. Aber das lassen wir trotzdem so. Vielleicht ändern wir das ein andermal nochmal. Genau, hier das in einer der neueren Zimmer. Hier liegt noch kein Trinkgeld. Dafür ist das noch zu jung, das Zimmer. Ja, das ist richtig nice geworden. Dann haben wir hier noch, ja, das, was wir gerade gemacht haben. Und das Kawaii-Zimmer. Und hier wollte ich die Luftballons verkaufen. Weil das Event ja vorbei ist. Und dann können wir das hier ein bisschen schöner machen noch. Genau, hier wollte ich nämlich nochmal überarbeiten. Weil es mir dann doch nicht so gefällt. So. Okay, ja, jetzt dumm gelaufen. Ich wollte nicht alles, aber... Gut, ihr bleibt jetzt mit dabei, ausnahmsweise. Ich wollte hier nämlich einen schönen hellen Boden reinmachen. Ja, schon okay. Und hier ebenfalls. Wie das da einfach nicht weggegangen ist. Oder hier auch nicht. Jetzt gist der auch noch dahin. So, erstmal. Da lassen wir den Teppich, weil da komme ich gerade nicht dran. Gut, dann sieht das Ganze nämlich schon anders aus. Und dann würde ich hier gerne nochmal diesen Teppich reinmachen. Den blauen. War genau der hier. Hier ist das mit rausgegangen. Lol. Okay. Zack, zack.
So, dann kommt hier ein schöner Herzteppich rein. Genau, den Kühlschrank und so können wir drin lassen. Das ist auch gar kein Problem. Dann machen wir das nämlich hier auch nochmal hin. Dann gucke ich mal, was die Möbel uns noch so hergeben. Ich würde nämlich gerne das hier noch. Achso, das steht schon da. Okay, dann hat sich das ja erledigt. Dann gucken wir mal was anderes. Passt jetzt nicht hundertprozentig hier rein, aber dann haben wir hier Platz für diesen ominösen Schnickschnack. Okay, ich weiß nicht, was damit los ist. Okay, dann stellen wir dich halt so einfach dahin. Du bist verhext, alles klar. Gut, dann kommt hier dieses ganze creepige Zeug. Hier alles nicht hin. Mann. Okay. Das kommt weg. Jetzt? Okay, jetzt hält es. Meine Fresse. Boah, guck mal, akkurat aufeinander. Das muss man erstmal hinkriegen. Gut. Kleinigkeit geändert. Der Rest ist in Ordnung. Ist nicht viel, aber sowas Kleines macht es ja auch aus. Gut, so. Gefällt mir das schon besser. Hier waren wir gerade drinnen und dann sind wir komplett fertig mit der ersten Etage, liebe Leute, von heute. Und dann sehen wir uns in der zweiten Etage wieder. Mit demselbe Prozedere wie jetzt auch. Flur müssen wir machen, wir müssen da die restlichen Zimmer noch machen und vielleicht hier und da nochmal überarbeiten. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.